Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Abend. Wir wollen uns hier am Montag, dem 23.03., die US-Märkte anschauen und nochmal kurz einen Blick auf den DAX werfen, wie er denn den heutigen Abgabewochenauftakt sozusagen verdaut hat. Wir sehen in Amerika keine starken Abgaben entgegen der möglichen FTSE-Logik, die sich ja hier ähnlich negativ zeigte wie im europäischen Segment. Die europäischen Märkte, sprich auch DAX insbesondere, gab hier erwartungsgemäß stark nach. Die US-Amerikaner hingegen zeigen sich hier relativ robust und wir schauen uns natürlich hier leitgebend den S&P 500 an, das Schwergewicht am US-amerikanischen Aktienmarkt. Wir haben hier im Stundenchart Intervall und das ist hier die unlängste Bewegung, die wir eben auch erwartet hatten. Jetzt hier dieses Widerstandslevel einst 2105 etwa hier unlängst mal bestätigt. Dann sind wir hier jetzt ausgebrochen in der vergangenen Woche am Freitag. Dann gab es hier in der vorbörslichen Indikation, das ist die 24-Stunden-Indikation, hier den Rücksetzer an dieses Level und nun versuchen wir uns da rüber zu festigen. Es ist so, dass der Markt hier oberhalb von 2105 mit Blick auf Stundenbasis jetzt hier durchaus bullisch einzuschätzen ist. Es dürfte hier dementsprechend weitere Kurshochs geben. Der Index bleibt hier in einem bullischen Fahrwasser und wie wir sehen werden, wenn wir das jetzt hier mal am Indikationsverlauf festmachen, sollte der Index auch heute durchaus keine schärferen Rücksetzer mehr vollziehen, um eben hier das kurzfristige Bild zu wahren. Man muss natürlich sehen, während des 24-Stunden-Handels der fortlaufenden Indikation ist natürlich möglich, dass hier diverse Trendlinien gebrochen werden. Insofern ist diese jene hier, die sich aus der letzten Woche ergibt, rein technischer Natur, um tatsächlich abzugrenzen. Okay, hier könnte es dann nachbörslich doch wieder bergauf gehen. Aber grundsätzlich scheint mir der Markt heute ein Stück weit müder als eben der europäische Sektor. Aber was eben gut ist, ist, dass hier der Verkaufsdruck einfach nicht spürbar ist. Das heißt, die Käufer, wir sehen es hier zur Eröffnung, haben hier zwar am Anfang ein bisschen auf die Tube gedrückt, aber bislang ist das Ganze wieder relativ stabil und somit bleibt oberhalb von 2500 Punkten mit dieser Trendlinie oder ohne dieser bleibt hier das Setup erstmal bullisch. Wir haben hier definitiv einen sehr, sehr schönen Bereich, einst eben hier Unterstützung, dann zum Widerstand mutiert und jetzt ist es wieder eine Unterstützung und dieses Level sollte hier tunlichst gehalten werden, um eben die Perspektive nach oben weiter aufzuhalten. Also hier ein Seitwärtslauf ist jetzt hier durchaus gut möglich. Ob wir jetzt hier direkt rausbrechen, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber generell die Tendenz weiter in Richtung 2150 Punkte etwa gerichtet. Das sieht nicht schlecht aus, dass der Markt hier das Potenzial hat, eben sowas zu tun. Gehen wir unter 2105 Punkte allerdings zurück, unterschreiten hier auch insbesondere die Tiefs der heutigen Vorbörse. Dann muss man natürlich hier von tieferen Rücksetzern ausgehen, aber auch hier hat sich im Prinzip relativ klar strukturiert herausgestellt, dass der Markt hier im Bereich 2085-2082 Punkten hier einen Support hat. Fibonacci ist jetzt noch wenig hilfreich, da die Korrektur, sofern sie denn überhaupt beginnt, hier noch keinen Maßstab gibt, um hier wirklich Rücksetzer zu vollziehen. Insofern lassen wir das mal ein Stück weit offen. Da werden wir morgen nochmal im Laufe des Tageshandels mal drauf eingehen, ob man hier die Fibonacci-Levels hier an das Tief vom 18. hier vor dem Fed-Event draufziehen oder nicht. Aktuell würde ich es mal so belassen, um mal zu sehen, wie sich der Markt hier verhält. Wenn es stärker zurückgibt, dann macht es Sinn, hier die Fibonacci-Retracement-Levels auch dann nochmal auf der Unterseite anzupassen. Bis dahin aber wohl erst Ruhe bewahren. Das sehen wir uns jetzt auch im Tageschart an. Da nämlich die Situation die, dass wir eben hier den Ausbruch geschafft haben aus diesem kurzfristigen Abwärtstrend. Ja, das ist hier diese Geschichte. Diese Trendlinie. Und da stabilisieren wir uns jetzt mehr oder weniger drüber und Sie sehen auch hier eben deswegen 2150 Punkte. Dieses Projektionslevel hier, welches sich hier aus dieser Range ergab, das ist noch offen nach oben abzutragen und hier innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals, den wir sehen, hat der S&P 500 prinzipiell sehr, sehr schönes Aufwärtspotenzial. Unabhängig dessen, dass unter 2082 Punkten, 2085 Punkten hier die Situation dann brenzlicher werden würde, müsste man dann sagen, so richtig bärisch wäre es erst, wenn wir hier Niveaus unter 2065 machen. Insofern schiebe ich den Fall auch gerne mal ein Stück weiter rüber. Also müsste man schon unter 2065 deutlich absacken und dann hätte man hier sicherlich eine größere Gegenbewegung zu erwarten, aber die sehe ich aktuell so eben noch nicht am Chart, beziehungsweise am Markt. Gut, S&P 500, schauen wir mal ganz kurz auf den
Nasdaq als solchen, den Nasdaq 100, den wir auch hier natürlich immer gern wieder in die Beschau nehmen. Und der konsolidiert auch auf hohem Level. Hier ist die Lage aber ähnlich bullisch wie auch in der vergangenen Woche eingeschätzt. Hier sehen wir also auch, dieser Ausbruch ist erfolgt. Jetzt kommt so ein leichter Rücksetzer und der Plan sieht eigentlich vor, dass wir hier neue Mehrjahreshochs machen und eben hier in dem Bereich von 4.550 Punkten anziehen. Das All-Time-High liegt hier bei 4.816. Das heißt, selbst hier haben wir dann noch knappe 300 Punkte offen. Oder rund offen, besser gesagt, wenn wir hier dieses Level touchieren. Aber das ist jetzt definitiv erstmal das nächste Ziellevel. Tiefere Rücksetzer, sofern sie denn kommen, werden hier im Unterstützungsbereich 4.400 gut aufgefangen. Aber für mein Dafürhalten ist es gar nicht notwendig, dass der Markt hier einen solchen tiefen Rücksetzer vollzieht. Gut, gehen wir ganz kurz auf den DAX ein. Den schauen wir uns jetzt hier nochmal final an. Das war eben die Annahme von heute Morgen. Wenn die Erholung dann überhaupt marginal. Rücksetzer wurden in jedem Falle präferiert. Hier ein Niveau 10.850. Es darf auch morgen durchaus noch eine Etage tiefer gehen bis 10.800. Das ist durchaus möglich. Innerhalb dieses ja, sich vorsichtig darstellenden Abwärtstrendkanals, Schrägstrich dieser bullischen Flagge, kann der Index jetzt hier durchaus noch ein bisschen verschnaufen. Wenn das tut, wie gesagt, dann ist das hier gerade im Tagesschartintervall, wie auch heute Vormittag schon besprochen, eher als Pullback-Chance zu sehen, also als Rücklauf. Situation auch innerhalb dieser oder oberhalb dieser Aufwärtstrendlinie seit Februar. Wenn wir uns hier so ein Stück weit halten, jetzt hier bei 11.800 Punkten, 11.750, sieht das ganz gut aus. Alles, was dann mehr in Richtung 11.700 gegebenenfalls sogar darunter geht, das hat dann hier schon den Charakter einer möglichen schärferen Gegenbewegung. Diese ist aber für mein Dafürhalten aktuell eben noch nicht zu sehen, wenngleich diese heutige Kerze natürlich ein Warnsignal aussendet. Aber es kann natürlich wie in der letzten Zeit immer recht schnell passieren, dass der Markt die den DAX wieder hochkauft und dann sieht es mal wieder ganz, ganz anders aus. Also ich denke, die aktuelle Schwäche dürfte sich nicht allzu weit ausdehnen, sicherlich noch 100, 150 Punkte, aber dann müsste der DAX auch im Zuge der technisch eigentlich einwandfrei aussehenden US-Indizes hier wieder und weiter anziehen. Gut, liebe Zuschauer, das soll es gewesen sein für die Beschau des Abends. So viel Action ist nicht am US-amerikanischen Markt. Das wäre eigentlich anders vorstellbar gewesen, beziehungsweise hätte man mehr erwarten dürfen, gerade im Sinne der negativen Fuzzy-Logik, die heute Morgen in Volltreffer landete, aber mit Blick auf die US-Indizes hier heute dann doch schon eher wieder jetzt den klaren Kristallkugel-Effekt erzeugte, der hier nicht das zutage führte, hervorbrachte, so rum, was man sich denn hier wünscht. In dem Sinne, liebe Zuschauer, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Restabend, wenn Sie am amerikanischen Markt agieren und handeln. Ansonsten hören wir uns gern morgen wieder zur JFD Live Trading TV-Sendung oder aber, wenn Sie mögen, natürlich zum JFD Devisenradar, dann speziell ab 9:30 Uhr. Ich wünsche was, noch einen schönen Resttag, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.